Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast. Und wie wir hier ihn rumhängen sehen, war unsere letzte Folge ziemlich beklemmend und ziemlich viel Rennen. Und beklemmend, finde ich, ist jetzt auch gerade das richtige Kosewort bei ihm. Der klemmt da nämlich ganz schön dazwischen. Den Doc haben wir besiegt mit viel Running und taktischen dran vorbeidrücken. Ist ganz gut gelaufen eigentlich. Und jetzt müssen wir hier rauskommen. Ich bin frischen Mutes noch. Und ja, dann schauen wir mal jetzt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber dann hauen wir uns erstmal hier hoch. Weil es ist ja voll gesund, in Aufzugsschächte zu steigen. Und da kriegen wir direkt noch ein Saving. Und da kriegen wir einen Eintrag. Da gucken wir doch mal direkt. Death of Traga. How to make Traga Joy. Step 1. Squeeze! So, Traga Juice, wir müssen ihn quetschen. So, jetzt bin ich, wie gesagt, noch frohe Laune. Ich komme hier eh nicht durch. Aber da war ja Hoffnung gerade so ein bisschen. So. Eigentlich war der Plan ja eigentlich so hoch zu fahren, dass wir dann endlich mal hier aus diesem netten Großfamilienhaus rauskommen. Der Wunsch wurde uns jetzt nicht so ganz erfüllt. Und das war jetzt auch gerade. Ja, genau. Haben wir hier irgendwas? Ne, gut. Wie viele Batterien habe ich eigentlich noch? Ich habe noch zwei Batterien. Ich finde, bis jetzt kommen wir ganz gut klar mit den Batterien. Könnte beschissen laufen. So. Jetzt die Frage nach unten oder nach oben. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Das ist wahrscheinlich nicht die clevere Idee von beiden ist. Wetten, weil hier kommen wir. Sehr schön abgeschlossen. Na, da habe ich wenigstens ein gutes Gefühl dabei. Dann können wir hier ein bisschen schneller runtergehen. Wollen wir mal ein bisschen hier alles vorantreiben. Und hier werde ich dann schon wieder. Ja, alles zum Durchdrücken, okay. Werde ich jetzt mal hier liebevoll probieren, ob ich hier durchkomme. Oh Wunder. Nein. Und hier meine Batterie. Zack. Damit wären es dann drei. Wenn ich jetzt hier nicht sinnlos das Ganze hin und her drücke, sollte das auch noch länger halten. So, ab an die Tür. Und runter hier. Da gehe ich hier viel Ducking. Weil ein, zwei Sachen hat man ja schon im Spiel gelernt. Und wenn es saved. Ja, nice. Schönes offenes Gebiet. Da fühle ich mich doch wohl. Und auch gleichzeitig schön beleuchtet. Ach, guck mal, da glotzt einer rein. Na, dem wollen wir jetzt nicht auf Präsentierteller landen. Da jetzt irgendwie was? Nee. Das kann nur schief gehen. Das ist unser Pfarrer? New Order, Find, New Object, New Order. Das war tatsächlich unser Vater Martin, der gewartet hat auf uns. In dem sehen sollen wir jetzt kommen. Der hat schon gedacht, wir sind. Oh, da habe ich mich über die eigene Hand gerade erschrocken, die da an die Wand gelehnt war. Der hat schon gedacht, wir wären Fregge. Ganz ehrlich, habe ich eigentlich auch schon öfters mit gerechnet. Es ist so düster hier. Hallo. Da hat sich einer ein Barbecue angemacht.
Ich will echt keinen Stern auf Klo oder so, ne? Aber ich trau Klos nicht. So, da ist nix. Da ist auch gerade nix. Die Tür lassen wir mal offen. Hier haben wir das Feuerchen. Die ist noch halb voll. Und direkt mal wieder in die Knie. So, von da kamen wir. Und hier gehen wir jetzt weiter. Und jetzt hier schon ein bisschen mehr Licht. Und ein toter Polizist. Weil das noch nicht vertrauenserweckend ist. Können wir hier irgendwo hiden in den Dingern? Ja, mehr als genug sogar. Das kann kein gutes Zeichen sein. Da liegen Dokumente. Dann nehmen wir uns die doch mal. Und schauen da mal rein. Ich lasse auch immer bei den Sachen erstmal falsch. Zurücken. Prefectura Delusions. From a Trigger Markov, also von der Markov einer, zu einem von der Markov zu Walsh, also von Trager zu Walsh, von dem verrückten Professor. Subject Annapurna, Employee Number 531920. Mr. Walsh, please accept the imitation resignation of Orderly 531920. David Annapurna, and process him as a patient of Mount Massive to treat his prefectural delusions. Treatment should continue until the time of his death. Thanks, buddy. Also da wollte er, dass der David Annapurna eingeliefert wird in Mount Massive über seinen Freund Walsh, um seine Quälerei ein bisschen fortzuführen. Und jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt, wo ich weitergehen soll. Also direkt sehe ich jetzt hier gerade nix. Ich gehe hier gerade ziemlich wagemutig. Kam ich nicht von? Nee. Von hier kam ich nicht. Die Musik macht mir auch jetzt gerade kein besseres Gefühl, dass das hier noch ein Spaziergang wird. Okay, da ist ein bisschen Licht. Was haben wir hier? Okay, da ist jetzt gerade nichts. Ich will aber erstmal im Dunkeln bleiben. Mich hier noch ein bisschen umgucken. Haben wir hier was? Was war? Okay. Hier ist auch nur alles verbarrikadiert. Ich gebe jetzt auf den letzten Saft der Batterie, also da werde ich mich jetzt nicht geben. Okay. Hier ist ein durch einer gewandert. Wie gut das Glas immer so leise ist. Hier war gerade auch eben der Vater. Vater Martin. Sagte er, wir sollen ihn draußen treffen. Es ist nicht mehr weit, waren seine Worte. Hier war es gerade eben, ne? Nee, war es auch nicht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, da ist eine Tür. Oh, das war nicht der Plan. Na, jetzt sind wir in Batterie. Und jetzt? Kein Plan. Da brennt's. Scheiße. Da brennt's ja richtig. Da lodern die Flammen. Das ist einfach nur ein verkackter Lagerraum. Muss ich jetzt
eine Batterie gefunden habe. Komme ich auch nicht durch. Hä? Ach, guck mal an. Ab ins Feuer. Saving. Halt jetzt nicht die zu der, was geht denn? Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. You want to live, you can get out through the kitchen. New object, turn off the Springer system to exhaust grid fire. So, wir müssen das Feuer ausmachen, weil der hier hat endgültig die Schnauze voll, was die Murkoff Corporation aus ihm gemacht hat. Diese... Er sagt, wir sollen gehen. Einfach gehen. Das heißt, jetzt haben sie auch... Jetzt haben auch die Insassen endgültig die Schnauze voll von dem, was hier passiert ist. Guck dir an, wie sie hier alle liegen. Ich mich hier mit meinen halben Fingern irgendwie gegen das Feuer schützen will. Da liegt noch einer. Ich glaube, es war ein Gemetzel unter den Insassen auch. Zum Teil jetzt gerade. Ach nee. Schon irgendwie auch traurig gleichzeitig. Das hier ist dicht. Ich weiß, bewege ich mich. Das ist mal wieder eine Folge, wo ich ein bisschen freizügiger bewege. Ich auch nicht so ganz falsch finde. Wollen ja auch stets was erreichen. Ist hier irgendwas? Nee. Da kommen wir auch nicht durch, aber hier kann man noch rein. Guck, hier was ist. Außer ein Toter. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwann einer von denen aufzuckt und immer was macht. Aber es scheint jetzt hier relativ ruhig zu sein an der Stelle. Er hatte Reload Batteries. Okay. Gerade echt nichts. Ich kann ein bisschen skurril. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt da durchdrücken. Ich traue dem Braten jetzt schon nicht. Das geht mir gerade alles etwas zu gut. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Und hier safe da. Dann würde ich das mal als Anlass nehmen, um diese Folge hier zu beenden, denn wir sind schon wieder so gut wie am Ende angekommen. Und gucken wir da hinten nochmal in die Ecke rein. Gehen jetzt nicht direkt aufs Licht zu. Sondern gucken wir uns hier erst nochmal ein bisschen um. Und das sieht jetzt auch nicht gerade sehr sympathisch aus. Aber, naja, was wollen wir erwarten in der Irrenanstalt? So, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Outlast wieder, wenn es dann Richtung Licht geht. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch was. Diesmal wirklich mal eine ruhige Folge, ein wenig gruselig, dass es ruhig war. Bis zum nächsten Mal bei Outlast. Tschüss.